Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. Wir sind Kapitel 8 und schauen, was passiert. Wer der Dulli ist, der uns gerettet hat. Und ob wir den anderen wirklich noch umnieten können. Ada hat mich vor der Sturheit ihrer Schwester gewarnt. Wie immer hätte ich besser zuhören sollen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie es schaffen werden, das halbe Schiff zu überqueren, trotz meiner Versuche, sie daran zu hindern. Und wegen dieses Fehlers, meines Fehlers, ist Ada für uns verloren. Aubrey hat Türen geöffnet und so die Ausbreitung der Kontamination ermöglicht. Er ist gerade auf dem Weg zum Tower, wo er die Aufzeichnungen ihrer Schwester verwenden will, um den Riss zu schließen. Aber ich fürchte, er versteht das Ausmaß von Adas Arbeit nicht und wird Entscheidungen treffen, die Situation verschlimmern. Ich mache mich daher auf den Weg, mich darum zu kümmern und gleichzeitig Adas Forschungsbericht zu retten. Bleiben Sie, wo Sie sind, in relativer Sicherheit. Ruhen Sie sich aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht passieren. Verdammt richtig. Wir könnten zu spät sein, um Ada zu retten, aber wir sind nicht zu spät, um ihr Vermächtnis zu retten. Wir bleiben in Kontakt. Wow. Finde heraus, wo sie sind. Arztzentrum. Abteilung. Wie auch immer. Oh. Spritzen, Säge. Ja. Ich habe wie versprochen Adas Forschung geholt. Und wie versprochen, Aubrey rausgeholt. Und was habe ich davon? Rippenbruch und Gehirnerschütterung. What the fuck? Immerhin habe ich Aubrey versprochen, ihn zu töten. Mal sehen, wie das läuft. Die hat ganz schön was einstecken müssen, die Frau. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Fuck mich jetzt nicht ab. Oh nein. Das ist der OP-Saal. Sie ist weg. Wo ist sie hin? Oh. Zusammen sind sie der Schlüssel zu allem. Du kannst das in Ordnung bringen. Versprich es mir, Rose. Versprich es mir. Nicht so. Versprich es mir, Rose. Okay. Nein! Ada! Okay. Warte, das... What the fuck? Bin das ich? Ey, wo hab ich die hingeschafft? Das bin ich. Ich trage Ada. Aber wie kann das sein? Frage. Wie kann ich hier gewesen sein? Früher. Als ich am Morgen nicht gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren wird. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher. Fuck, war das? Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Da liegt sie. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester. Ich werde für dich zurückkommen. Es wird funktionieren, Ada. Ich verspreche es. Du hast recht, Ada. Das ergibt alles keinen Sinn. Was waren diese Visionen?
Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Und wann habe ich dich hierher getragen? Das ist eine gute Frage. So viele Fragen. Aber ich werde deine Forschung zurückholen, wie versprochen. Hoffentlich finden wir dort Antworten. Mal schauen. Rose, wie geht es Ihren Verletzungen? Ich bin kein guter Arzt, aber ich habe getan, was ich konnte, um die Wunden zu verarzten. Es geht mir gut. Falls Sie denken, Sie könnten mich davon abhalten, mir Adas Arbeit zurückzuholen, dann liegen Sie falsch. Im Gegenteil, ich zähle auf Ihre Unterstützung. Genau wie es Ada tut. Was meinen Sie damit, Ada zählt auf meine Unterstützung? Ada ist tot. Ada ist tot, aber sie ist nicht weg. Ihre Forschungen über verschiedene Zeitdimensionen und der Kontakt mit dem Riss haben die Dinge verändert. Unwiderruflich. Sie hat eine Kaskade von Ereignissen ausgelöst, die selbst ich erst noch zu verstehen versuche. Aber ihre Aufzeichnungen enthalten den Schlüssel zu allem. Das hat sie gesagt. Helfen Sie mir, diese Notizbücher zurückzuholen. Das werde ich. Wir überlegen uns, wie Sie am besten mit Aubrey verfahren, sobald Sie den Tower erreicht haben. Tesla out. Da komme ich nicht hoch. Ah, da. Da gibt's noch einen Weg. Was wollten Sie hier tun? Haben Sie versucht, Elektrizität von Pflanzen zu gewinnen? Die Quarantäne durchbrechen. Endlich mal etwas Vernünftiges. Hä? Was muss ich denn machen? Was muss ich hier denn jetzt machen? Ich komme hier nicht weiter. Der Generator geht also nach einer Zeit wieder aus. Gut, Arschloch. Dann werde ich mich beeilen. Boah, schon mal wieder so ein heiles Jump'n'Run hier. Für alle meine Zuschauer, die es nicht wissen, ich hasse Jump'n'Runs. Egal ob in Minecraft oder in anderen Spielen. Ich hab das Spiel nicht gerade neu gestartet und schon wieder diese kleinen Leckprobleme. Ey, ich krieg das Kotzen. Hallo? Ach, da oben ist das Ding.
ich mal gespannt. Ganz schnell, los! Alter! Ne, das ist... nix für mich. Wenn ich so einen Kack jetzt nochmal machen muss. Okay, fast geschafft. Die Station müsste gleich da vorne sein. Mann, Mann, Mann. Einige sind wohl entkommen. Gut für euch, Leute in der Vergangenheit. Und jetzt? Oh! Da kommt der Zug. Weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag und bye bye.